Servus, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Big Meat Love. Und zwar sind wir heute hier im Hotel Meyers eingeladen von Ankerkraut, ein kleines Blogger-Treffen. Ja, alle, die eingeladen sind, machen irgendwie eine Kleinigkeit, ein kleines Special. Ich durfte meinen Beefer mitbringen, das heißt, es gibt auch heute wieder Fleisch, wie sich das für Big Meat Love gehört. Ich habe ein schönes Porterhouse-Steak vom Ludwig, dry-aged und zwei schöne Filetstücke ergattert mit einer tollen Marmorierung, schönes Fleisch, auch dry-aged. Und ja, wir werden es sous-vide garen, dann kann ich in der Zeit, wo das Fleisch badet, nochmal eine Runde durch die Gegend drehen und gucken, was die anderen Jungs so basteln. Wir vakuumieren das kurz ein, legen es ins Wasserbad, dann werde ich noch ein kleines Chimichurri vorbereiten und dann drehen wir mal eine Runde und gucken, was hier noch so los ist. Ja, ich habe zwei Tüten vorbereitet, weil ich denke, dass ich das Filet früher rausholen werde als das Porterhouse Steak. Und dann mal gucken. Ich denke, das wird so eine Stunde, anderthalb brauchen, das Porterhouse eher zweieinhalb Stunden. Ich habe auch gerade schon geguckt, ob es überhaupt in den Beefer passt. Das ist die Punktlandung. Hat der Stefan alles richtig gemacht beim Einkaufen? Ja, so macht Barbecue Spaß. So, kleinen Schluck Olivenöl mit rein. So, jetzt kommen noch die kleinen Filets dazu. So, jetzt haben wir alles vorbereitet, schicken die Kollegen bei 52 Grad Bahn. Ich werde mir jetzt mal merken, oder vielleicht stelle ich ihn auch noch mal kurz eben um. Ich würde jetzt mal sagen, die Filets erstmal mit anderthalb Stunden drin haben. Ja, perfekt. Haben wir das Fleisch vorbereitet. Jetzt machen wir noch eben ein kleines Chimichurri und dann gehen wir mal gucken, was der Rest der Bande so bastelt. So, das Filet war jetzt ja, knapp zwei Stunden im Sous-Vide-Bad. Jetzt kommt noch mal kurz in Beefer, den habe ich vorgeheizt. Ich sprinte mal vor. Da sind wir mal gespannt. Chimichurri und alles steht schon bereit. Das Porterhouse braucht noch ein bisschen. Und dann machen wir als kleines Amuse-Girl mal die beiden Filets. So, kleine Prise Meersalz. Ja, ich würde sagen, perfekt gegart, konnte ich auch nicht viel falsch machen. Schönes Chimichurri dazu, ich mache es bei einem Stück drüber. Wer ohne essen möchte, kann dann ohne. Aber ich finde, passt einfach super.
zu einem guten Steak. Ja, that's it. Ja. Porterhouse Steak kommt gleich und ich probiere mal als erster, es sei denn, das macht einer schon lange Finger. Ja, ich bin zufrieden. Jetzt gucken wir, was der Rest sagt und ich freue mich auf das Porterhouse Steak gleich. Und ja, Buffet ist eröffnet. So, jetzt haben wir das Schmuckstück auch aus dem Wasserbad geholt. Schmeißen das jetzt auch noch mal kurz in den Beefer und dann haben wir das Highlight des Abends für mich von meinen gekochten Sachen fertig. So, Steaks sind super gelungen, das Wochenende war mega geil, wir hatten eine Menge Spaß und ich bin super glücklich, dass ich hier hochgefahren bin in den hohen Norden. Ja, eine Menge leckeres Essen, ja geil. Da ist der Hallo. Chef der Horrorbande hier, super geiles Wochenende, ja, mega riesen, Dankeschön. Ja, sehr geil hier, oh. Dankeschön. Und jetzt trinken wir richtig ein. Schwepps. Ja, so viel zum Blogger-Wochenende bei Ankerkraut und ja, viel Spaß gehabt zu haben. Bis denn, ich räume auf und wünsche euch was. Ciao.